Es braut sich Unmut im Netz zusammen. Der Grund? GTA Online und eine ausgelesene XML-Datei, in der Hinweise enthalten sind, dass Rockstar Mikrotransaktionen für ihre Online-Komponente zu GTA 5 plant. In-Game News. Ein findiger Reddit-Nutzer hat eine XML-Datei aus Rockstars Website gefischt und sie gründlich analysiert. In ihr ließen sich Hinweise auf virtuelle Gegenstände finden, die ihr anscheinend über Mikrotransaktionen für echtes Geld erwerben könnt. Unter anderem könnte das Geldpakete enthalten, zu denen nicht nur Grafiken, sondern auch ein Beschreibungstext gefunden wurden. Geld ist König in dieser Stadt, heißt es da im Text. Löse deine Geldprobleme und bekomme in Los Santos und Blaine County bei dem Kauf von Cashpacks alles, was du willst. Offiziell bestätigt wurden die Mikrotransaktionen bis jetzt noch nicht. Für Hasstiraden im Netz hat das allerdings schon ausgereicht. Die Kommentare bei Reddit treffen sich irgendwo zwischen: Ganz ehrlich, haben die denn nicht schon genug Geld mit dem Spiel gescheffelt? Und what the fuck? Wir denken, dass sich ein so umfangreicher Multiplayer-Modus, wie es GTA Online zu werden scheint, auch für Entwickler und Publisher lohnen muss. Der Schritt ist also nachvollziehbar, hoffen wir nur darauf, dass er sich nicht zu sehr auf das Erlebnis der Spieler niederschlägt, die kein zusätzliches Geld in die Hand nehmen wollen. Was haltet ihr von den Mikrotransaktionen? Ab in die Kommentare mit euch! Euch hat das Video gefallen? Dann hinterlasst doch euer Feedback in Form von Kommentaren und unterstützt uns mit einem gestreckten Daumen. Wer mehr von uns sehen möchte, gelangt mit einem Klick auf das große Video auf unserem Hauptchannel. Die beiden kleinen Videos führen euch zu weiteren aktuellen News der Gaming-Welt. Wir wünschen euch viel Spaß!